Pi ist das Verhältnis zwischen dem Umfang und dem Durchmesser eines Kreises. Sie findet in der Mathematik überall Anwendungen. Man findet sie in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, man findet sie in der Analysis, also in jeglichem Bereich, nicht nur der Mathematik, aber natürlich die Mathematik ist ja auch Anwendungsfach in der Physik oder in anderen Wissenschaften. Pi lässt sich nicht auf endlich viele Stellen beschränken, sondern die Anzahl der Nachkommastellen ist unbeschränkt. Es kommt daher, dass man aus dem amerikanischen, ich glaube, es geht zurück auf einen kalifornischen Mathematiker oder Kollegen, der gesagt hat, okay, man sollte Werbung für die Mathematik machen und da bietet sich natürlich die Zahl Pi an. Und aufgrund dessen, dass man amerikanischen Zahlen die Tage und Monate vertauscht hat, ist man auf den 14.03. gekommen, der natürlich zufälligerweise auch noch der Geburtstag von Albert Einstein ist. Man hat unendlich viele parallele Linien, die alle einen festen Abstand haben. Sagen wir mal einen Abstand 1. Und man hat Nadeln oder Streichhölzer, die auch die Länge 1 haben. So, jetzt lässt man n viele Nadeln fallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die jetzt beliebig fallen. Und dann ergibt sich Pi, je größer ich das n mache, umso genauer wird diese Zahl, indem ich 2 mit der Anzahl alle Nadeln teile durch die Anzahl, die diese Linien kreuzen. Und hier sind es dann gerade 3 Stück, also kreuzende Nadeln. Und in dem Fall, in dem Beispiel, was ich jetzt habe, ist es gerade 2 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 geteilt durch 3, also ungefähr 4. Und damit habe ich 4 als Näherung an die Zahl Pi. Je größer ich das n mache, je häufiger ich diesen Versuch durchführe, umso exakter komme ich an die Zahl Pi.